Geschäftsbrief nach DIN 5008 in Writer, LibreOffice 6. Seitenformat und Ränder einstellen. Öffnen Sie Writer. Im Menü wählen Sie Format Seite und übernehmen das Seitenformat mit A4 im Hochformat. Für die Seitenränder links 2,5 cm, rechts 2,0 cm, oben 9,84 cm, unten 2,0 cm. Nun klicken Sie auf OK. Seitenkopf erstellen. Für den Seitenkopf fügen Sie einen Rahmen ein. Wählen Sie im Menü Einfügen Rahmen. Es öffnet sich der Dialog Rahmen. Dort tragen Sie die Werte ein bei den Tabs Typ, Optionen, Umlauf und Umrandung. Die einzelnen Werte sind auch der zugehörigen Dokumentation zu entnehmen. Klicken Sie auf OK. Bild in Rahmen einfügen. Im Menü klicken Sie auf das Symbol Bild einfügen und wählen die Grafik für den Briefkopf aus und klicken auf Öffnen. Auf die Grafik doppelklicken Sie und der Dialog Bild wird geöffnet. Sie tragen wieder die erforderlichen Werte ein, entsprechend der Dokumentation. Klicken Sie auf OK. Rahmen einfügen für Text. Nun fügen Sie oben rechts noch einen Rahmen für den Text ein. Wählen Sie im Menü Einfügen Rahmen. Im Dialog Rahmen tragen Sie wieder die Werte ein. Klicken Sie auf OK. Für die Fläche wählen Sie einen blauen Ton A1 E9 FB. Klicken Sie auf OK. Text in den Rahmen einfügen. Sie klicken in den Rahmen und schreiben Schlau und Bauer. Nun formatieren Sie noch den Text. Für die Schriftfarbe wählen Sie Gold und setzen ein Häkchen bei Kontur und OK. Rahmen für Anschriftenfeld erstellen. Im Menü wählen Sie Einfügen Rahmen. Wieder tragen Sie im Dialog Rahmen die Werte ein. Klicken Sie auf OK. Nun fügen Sie die Absenderangaben und die Anschrift ein. Rahmen für Infoblock erstellen. Sie wählen im Menü Einfügen Rahmen. Im Dialog Rahmen tragen Sie wieder die Werte ein.
Klicken Sie auf OK. Sie fügen nun die Vorgaben für den Infoblock ein. Im Dialog Feldbefehle wählen Sie Datum, Datum fix, 31.12.1999. Brieffuß erstellen. Für den Brieffuß wählen Sie wieder Einfügen Rahmen. Im Dialog Rahmen tragen Sie die Werte ein. Klicken Sie auf OK. Für den Brieffuß tragen Sie die Unternehmensdaten ein mit Schrift und Größe Arial 7 Punkt. Die Blockabstände wurden mit Tabs erzeugt. Falz- und Lochmarken erstellen. Sie erstellen Falzmarke 1. Im Menü wählen Sie Ansicht Symbolleisten Zeichnung. Klicken Sie auf das Symbol Linie einfügen und fügen eine Linie ein. Rechts klicken Sie auf die Linie und wählen Position und Größe. Im Dialog Position und Größe tragen Sie die Werte ein. Klicken Sie auf OK. Die einzelnen Werte sind auch der zugehörigen Dokumentation zu entnehmen. Lochmarke erstellen. Bei markierter Linie betätigen Sie STRG plus C und anschließend STRG plus V. Sie rechtsklicken wieder auf die Linie und wählen Position und Größe. Passen Sie den Wert für vertikal an und klicken OK. Falzmarke 2 erstellen. Bei markierter Linie betätigen Sie wieder STRG C und anschließend STRG V. Rechts klicken Sie wieder auf die Linie und wählen Position und Größe. Passen Sie die Werte an. Betreffzeile einfügen. Fügen Sie eine Betreffzeile ein und schreiben Betreff als Platzhalter. Anrede einfügen. Fügen Sie die Anrede als Platzhalter ein, zum Beispiel Anrede. Text einfügen. Fügen Sie einen Dummy-Text ein. Grußformel einfügen. Nun fügen Sie die Grußformel ein, zum Beispiel freundliche Grüße. Platz für die Unterschrift. Es folgen drei Leerzeilen für die Unterschrift. Der Name des Unterzeichners kann in Maschinenschrift darunter wiederholt werden. Als Dokumentvorlage speichern. Den Geschäftsbrief speichern Sie nun als Dokumentvorlage.